Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Lasst außerdem doch auch gerne eine kleine Bewertung hier auf dem Video da und schreibt einen Kommentar. Außerdem teilt doch auch gerne das Video mit euren Freunden, würde mich auch wirklich riesig freuen. Und vielleicht schaffen wir ja sogar die 200 Abonnenten bis zu meinem YouTube-Jubiläum am 14. Januar. Wäre auf jeden Fall super krass und ich würde mich mega drüber freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Mobster wieder zurück. Der hat ja auch jetzt seit dem Winter-Update einen zweiten Stil und hier den festlichen Stil. Und ich finde, der sieht wirklich sehr, sehr cool aus, das Stil. Noch cooler als der vorherige. Ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Dazu dann der Weihnachtsbraten als Spitzhacke, der glaube ich jetzt auch neu ist. Früher gab es ja nur den Knochen. Dazu ja noch festlicher Feuerhydrant als Backpack, aber als einzelnes Backpack eben halt. Das müsste auch neu sein. Dann haben wir als nächstes den Steinherz-Skin wieder drin. War schon lange nicht mehr im Shop. Dazu die Herzschmerz-Spitzhacken. Ich glaube, die sind jetzt sogar erst das zweite oder dritte Mal im Shop. Dann haben wir den Traumskin noch. Und die männliche Version Luminous. Dazu die Astral-Axt. Die Splitterbruch-Lackierung und der Arcana-Gleiter, den haben ja alle kostenlos bekommen und ich glaube fast alle, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Event das war, aber irgendwann haben wir den Gleiter auf jeden Fall kostenlos bekommen. Dann haben wir heute den Schaltkreiskiller drin und der war glaube ich schon seit anderthalb Jahren oder so nicht mehr im Shop. Ist auf jeden Fall ziemlich krass, dafür, dass es eigentlich kein wirklich besonderer Skin ist, aber der war eben halt schon wirklich sehr, 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 sehr lang nicht mehr im Shop drin. Dann haben wir den Glitter-Skin, Glitter-Emote. Als nächstes haben wir die Angelmeisterin mit dem alten Ego-Stil natürlich, so wie alle oder viele Skins aus dieser Season, die so zum Battle Pass gehören. Dann Zahnseidenwirbler. Das Fluttervieh als Gleiter, war auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Und dann wahre Liebe. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, den Star Wars Shop, der ist sogar gar nicht mehr drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der heute schon rausgeht. Aber ich denke mal, zum Ende des Events müsste er wieder reinkommen. Auf jeden Fall war es jetzt mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.